Moment. Oh. Wir müssen weg von hier. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ein Schild. So. Das Schild beschützt die Kinder. Wer steckt hinter dem Schild? Interesting. Isaac, was ist mit uns geschehen? Diese Barriere, hat sie uns geschützt? Ich denke ja. Das glaube ich auch, Isaac. Ich denke, ich weiß, was diese Kuppeln waren. Das war unsere Psynergie. Bist du verrückt? Ich habe doch gar keine Psynergie angesetzt. Hey, ich kann stehen. Ich kann mich wieder bewegen. Keine Sorge, Ivan. Mach nur. Steh auf. Wow, wir können uns bewegen. Cool. Diese Barrieren. Wir dachten doch, dass man Psynergie nur einsetzen kann, wenn man sich stark darauf konzentriert, oder? Ja. Als ich im Training war, habe ich meine Gedanken so stark fokussiert, dass ich dachte, mir springt der Kopf. Das kannst du? Cool. Nun, vielleicht ist es für dich einfacher, aber wenn ich Psynergie einsetze. Wie auch immer, ich bin mir sicher, dass wir Psynergie projiziert haben. Das muss bedeuten, dass manche Arten der Psynergie ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie gebraucht werden. Wie zum Beispiel, wenn man in Gefahr ist. Es ist beinahe so, wie wenn uns ein Kampf ein kritischer Treffer gelingt. Wir können es nicht kontrollieren, aber er gelingt uns, wenn wir ihn brauchen. Ich stimme Garrett zu, es ist definitiv möglich. Wäre es nicht großartig, wenn wir jederzeit Zugriff auf diese Kräfte hätten, Ivan? Ivan, Isaac? Ja, warum nicht? Ja, lass uns versuchen, diese Fähigkeit zu perfektionieren. Und da schneit es mal wieder. Vorsicht, es passiert schon wieder. Ich frage mich generell, warum beschützt Garrett diesen Baumstumpf? Vielleicht ist er ja einer der Grünen. Wer weiß, vielleicht ist er ja. Warum werden sie zu Bäumen? Wer sind sie? Was mögen dies für Menschen sein, dass ihnen Trets Glanz nichts anhaben kann? Sind sie hier, um das Dorf mit ihren seltsamen Kräften zu retten? Die Bewohner von Kolima zu retten wird nicht genug sein. Sie haben keinen. Wie habe ich gedreht gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Sie haben kein anderes Schicksal verdient. Sie haben mich mit ihren Werkzeugen bedroht. Jetzt bedrohe ich sie mit meinen. Ihr Kinder mögt es vielleicht nicht wissen, aber wir sterben. Oh. Und wenn wir nicht mehr sind, wird auch der Wald von Kolima vergehen. Wir sind nicht die Einzigen, die sterben werden, Arborandra. Wenn es uns nicht mehr gibt, werden auch sie aufhören zu existieren. Einst war Tret der sanftmütige König dieses Waldes. Doch langsam greift der Tod nach ihm und sein Herz wird entzweigerissen. Die dunkle Seite seiner selbst hat die Menschen von Kuhl in meinen Bäume verwandelt. Der sanfte Tret spricht nicht mehr zu uns. Das sanfte Herz, ein offenes Tor für Zerstörung aller Art. Ich brauche keine Sanftheit. Finn steht jene zu retten, die Tret in Bäume verwandelt hat. Ihr müsst seine sanfte Seite wiederbeleben. Jedoch gelingt es euch nicht, Tret vor dem Verfall zu bewahren, werden wir alle. Sucht nach Tret in der Tiefe des Waldes. Es hat keinen Sinn, Arborandra. Man kann den Menschen nicht trauen. Ich werde sterben und der Rest des Waldes mit mir. Da haben wir noch was mitzureden, nicht? Isaac, gibt es denn nichts, was wir tun können? Doch! Was sollen wir tun? Hast du eine Idee? Ja. Es scheint, als hätte Isaac eine Idee. Wir überlassen es dir, Isaac. Wir werden alle retten. Jo, aber zuvor, Wald von Kolima, ja. Aber zuvor wollte ich nach Kolima. Ich Depp. Da ist Kolima.
So, also reicht nur ein Blitzstrahl, ja. Blitzstrahl! Und, wow, Fledermäuse sterben. Fledermäuse sterben schon. Erdbeben nach dem Zombie und er stirbt und... Feuer! Bam! Weg mit dem Geist. Und Isaac hat kaum noch PP, nicht gut. So, wir sind jetzt in Kolima. Ja, Leute, und zwar hier in... Ja, da gibt es einen Djinn. In Kolima, alle hier sind Baummenschen, na? Wie soll ich ansprechen? Ich bin alt, aber ich hatte ein erfülltes Leben. Es macht nicht aus, ein Baum zu sein. Aber mir tun all die Kinder leid, die in Bäume verwandelt wurden. Ja, das Einzige, was mich hier jetzt nach Kolima treibt, ist der Djinn da. Weil hier hinten ist ein Geheimeingang. Das ist doch cool, ne? Ich sag zu oft cool, okay? Ich sollte man das lassen, okay. Toll, gibt so viele gute Alternativen. Lichthaupt und zwei Skelette erscheinen. Gut, Isaac, du verzichtest mal auf ein bisschen Energie. Du machst mal Feuer. Und du machst mal Blitzstrahl. Blitzstrahl! Bam, 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 bam. Blitzi, boom! Und Feuer. So, Lichthaupt besiegt, Skelett besiegt und Skelett besiegt. So. Wieso kann hier kein Psychkristall in der Nähe sein? Komm. Mal überlegen. So, ich greife so an. Dann Flamme. Nein. Flamme. Nein, Feuer so. Und du machst Blitzstrahl so. Damit sterben schon mal die Fledermäuse. Bams. Bammer. Und der Geist im Schaden. So. Und jetzt machst du uns Feuer platt. Garrett, versage ja nicht. So, und. Gut gemacht, Garrett. Das Heilkraut. Juhu, ein Heilkraut. Will ich so oft gebrauchen? Nicht. So, und hier oben ist der kleine Venus-Djinn namens Granit. Ich glaube, Granit hat eine geile Fähigkeit. Hui. Der Venus-Djinn Granit folgt nun Isaac. Yeah, ich glaube... Ja, er zeigt mächtige Erdbarriere. So, wenn wir jetzt zwei verbünden, wird... Isaac vom Junker zum Ritter bekommt einen mordsmäßigen Schub. Vor allem bei K bemerkt man's. Und ja, Psynergie bleiben. Er lernt leider keine neue Psynergie, aber wird stärker und das reicht schon. Und Granit ist wirklich einer meiner meistbenutzten Djinns, weil er macht eine Barriere und die beschützt uns. Und da kommt kaum Schaden durch. Das finde ich ziemlich geil. So, Blitzstrahl. So, komm. Blitzi! Bam! Und, oh Mann, Garrett kann nicht mal mit einer Axt eine Maus zersäbeln. Eine Ratte, sorry. Blitzi! What the fuck, wie hätten die aus? Dü-dü-dü-düm. Womit hat Ivan das erlernt? Nee, oder? Nee, nichts Neues, gut, schade. Ach, wäre es so schön gewesen, wenn er Plasma gelernt hätte. Ach, Plasma, Zombie-Erscheinung, Geisterschein. Du greifst den Zombie. Moment mal. Wir haben doch Djinns, meine Freunde. So, nein, Esse bringt hier nichts. So, und du machst Blitzstrahl, so. Blitzstrahl! So, und Kiesel! Und, damn, weg mit dir. Ich benutze ein Heilkraut. Du bist so lame, Bro. So, und du beschwörst mal Bö. Bö! Los, bam! Weg mit dir. Und Angriff. So, weg mit dir. Schlagmieter lernen! Woohoo! Yeah, Schlagmieter ist eine geile Fähigkeit. Synergie. Greift er nur einen Gegner an, aber ist dem 101 ziemlich praktisch, vor allem gegen Djinns und so. Vor allem gegen Jupiter-Djinns. Weil die haben eine Erdschwäche, also eine Venus-Schwäche. So, wir sind hier fertig, oder? Jo, falls es hier einen Inn gibt, kann ich mich, glaube ich, gar nicht heilen, oder? Weil ich glaube auch hier... Ja. Bringt mir, glaube ich, auch nichts. Kann ich ins Bett? Nee, schade. Kann ich sie ausrauben? Eine Glücksmedaille. Und hier ist, glaube ich, nichts. Ja, nichts. Gut, ja, toll, jetzt können wir in den Wald von Kolima. Allerdings können wir da noch nicht alles machen. Da müssen wir dann später wieder zurück, aber das stört mich nicht. So, Wald von Kolima. So, ach, ich liebe die Musik einfach. So, hier sind kleine, lustige Rätsel mit Ratten, die erscheinen. Bestimme mal Venus. Mach du mal einen Angriff auf die Ratte, weil die hatten irgendwie verdammt viel aus. Und du beschwörst Jupiter.
Jupiter! Ah, bam! Und Ivans Windkraft steigt. Los, Venus! Natürlich, und die Ratte stirbt. Und der Rattensoldat flüchtet. Er flüchtet. Er hat Angst vor uns. So, ich glaube, als erstes muss ich das hier machen. So. Wir müssen Baumstämme hier umschieben, damit wir hier so Brücken und so können, bauen können. Ja. Drohne erscheint. Ach, die ist wirklich so platt. Komm schon, Blitzhieb! Oder auch ohne. Autsch. Und. Boah, hält die viel aus. Komm. Blitzhieb! Bam! Unter dem Wind schlecht, wie man sehen kann. Du. Level up für Garrett? Oder Garrett? Ja, Garrett. Garrett ist unser Schlusslicht. Jetzt muss ich hier rüber. Weil hier ist ein Baumstamm im Weg. Welcher man nur so wegkriegt. So. Ja. Wieso mache ich das überhaupt? Ach, egal. Die Drohne erscheint. Gut, du beschweißt Kiesel und ihr greift so an. Bam. Komm, Kiesel, mach ihn fertig. Bam! Oder auch nicht. Und tschüss. Yeah, Garrett, du kannst mal nur One-Hit, also finishen. One-Hit war es ja nicht wirklich. Ich glaube, den Baumstamm muss ich ja gar nicht bewegen. Bewegnen? Ja, bewegnen. Das neue Wort. Ab morgen im Wörterbuch finden. Venus. Normaler Angriff. Und du. Blitzstrahl. Blitzstrahl! Bam! Wow, jetzt sind sie sogar schon schneller als Isaac. Venus! Na gut, er wurde auch langsamer, weil er jetzt den Gene auf Standby hatte. Also nicht verbündet sozusagen. So. Und da verbindet sich auch schon unser Gin wieder. Das hört nur dieses Geräusch. So hört man, dass ein Gin sich wieder verbinden will. Oder verbindet hat. Und Nuss. Fänger. Los, gib mir eine Nuss. Nuss. Isaac erhält eine Nuss. So, ja, die Nuss, die bekommt wieder mal Ivan. Damit hat Ivan endlich zwei Nüsse. Okay, das war jetzt unbeabsichtigt. Ach, Ivan, ich mein's doch nur gut mit dir. Ja, du bist ein Arsch. Ich weiß, Ivan, sorry. So, komm, mach dich fertig. Garrett, sei schneller. Verdammt, wie verdammt ist Ivan fast verreckt. Ivan, nicht sterben. Garrett, hast du noch Heilkräuter? Ja, nein. Wie sagt Isaac so viele? Ach, egal. Es ist nicht schön, wenn Isaac oder wer anders stirbt, weil ich habe nur ein Lebenswasser. So, das muss ich hier so machen. Das hier so. Den hier wieder zurück. Den nach unten. Den nach oben. Und da ist die Brücke kaputt, oder der Übergang. Ich weiß nicht, ob es eine Brücke ist. Denke ich jetzt eher nicht. Obwohl, ja, kleine Brücke, aber egal, wir müssen jetzt mit unserem Baumstammfreund hier eine Brücke bauen. Was schon geschehen ist. So, und jetzt. Ratte und Drohne und. Boah, wie viele Monster sind das? So, Stalagmit greift nur ein Gegner an, will ich jetzt nicht benutzen. Du hast Flammenwand erlernt! Garrett, ich mag dich jetzt mehr. Du machst mal Flammenwand so und du machst Blitzstrahl so. Blitzstrahl! Bam, bam. So. Erdbeben! Bam, 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 bam. So, eine Ratte tot, Drohne auch tot. Und Flammenband. So, Ratte tot und. Er flötet man nicht, ich glaub's ja nicht. So, Ivan macht fertig. Ja. 9 Schadenspunkte haben gereicht. Nein, hier geht's nicht hoch. Oh nein. So, hier greifen keine Monster an. Das ist doch gut so. Was steht denn hier auf dem Schild? Berühren das Schweißnäpse verboten. Da muss ich jetzt erst recht berühren. Ich muss berühren. So, damit fließt das Wasser hier ab. Womit wir hier Baumstämme hier umher rollen können, weil wir müssen uns einen Weg hierhin bauen. Und einen Weg hierhin, denn da ist ein geiles Item drin. Und ich glaube, das muss ich so machen. Obwohl. Nee, stopp. So. Ja, so. Mhm. Genau. Dann so. Ja, das hier nach unten. Das hier so rüber. Ja. Ich mach's richtig. Oder? Nee. Das ist falsch.
Ui, ich mache einen Fehler. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wie geht denn das schon wieder? Muss ich das ganz rüberschieben? Ach, ich weiß nicht mehr, Leute. Nee, glaube ich nicht. Ja. Ich will unbedingt an die Truhe ran. Wie geht das schon wieder? Moment. Wenn ich das so... Ja, ich glaube, so ist es schon richtig eigentlich.